Kann ich ihn aktiv unterstützen oder? Du kannst. Ich hab's ja gehört, die Ansprache. Ja, klar, du kannst auch genauso vorziehen, kannst auch selber dann. Dann würde ich mich in den Turm zurückziehen halt irgendwie. Okay, Aktion, Position von euch beiden. Ja, Aktion, Position von euch beiden und dann steht ihr hinten. Und auf alle Fälle aus der Sichtreichweite der Seeschlange gehen. Beziehungsweise Keras kann ich auch weiter am Ärmel ziehen. Ihr habt beide eine Aktion benutzt. Wie geht's weiter? Keras. Ich behalte meine zweite Aktion als Reaktion auf. Okay, kannst du also später handeln. Adeptus Mayo Elden Gorbas. Entschuldigung, der hatte schon. Hat er noch nicht. Abelmir. Ich will, also bin ja in diesen Turm reingegangen. Mein Schwert kommt mit mir und zieht da zurück sozusagen von der Schlange zurück sozusagen in meine Richtung. Okay, dann ist Achmat könnte noch, es sei denn Seeschlange. So, Seeschlange will handeln? Ja, nein? Ja, ich will auch handeln. Okay, Achmat zieht vor. Ja, ich nehme mir diesen riesigen Schwanz an und stochere da einfach mal rein. Okay, ja, ganz normaler Angriff. Möchtest du eine Wucht reinlegen oder so? Ja. Warum nicht? Aufschlag. Wenn du gerade eine Erleichterung, weil das viel so groß ist, oder? Nö, für den Nahkampf gibt es keine Erleichterung. Alles klar. Dann, das Schwert um. Du siehst doch, wie gerade hier sich das Deck nach oben biegt und ja auch hier die Planken, wie gesagt, brechen. Das ist nicht gut. Aber ich hau weiter drauf. Schaden 13. Gar nicht so viel. Okay, die Seeschlange ist dran. Die Seeschlange wird jetzt den Turm angreifen, wo gerade die anderen verschwunden sind. Schauen wir mal, ob sie ein paar Schützen frühstückt. Oh, das sieht doch gut aus. Zwei Schützen verschwinden im Maul der Seeschlange. Und hat sich jetzt mit ihrem gesamten Kopf einmal hier rüber genickt. Das hat zur Folge, dass jetzt eben der Turm auch nachgibt unter dem Gewicht und der letzte profane Aufbau auch hier bricht. Trümmer, die auf Abelmir und Kiaras runterregnen. So, Achmat hatte vorgezogen, du hast einmal angegriffen, willst du ein zweites Mal angreifen? Wolltest du sagt, brechen die Sachen? Hier. Ja, ich will ein zweites Mal angreifen. Also der Kopf ragt hier rüber einmal und der Seeschlangenschwanz jetzt hier. Genau. Ja, ich greife permanent den Schwanz an. Das wären dann nochmal 12 Schaden. Nochmal 12 Schaden. Perfekt. Dann, Abelmir hatte noch eine Aktion. Trümmer regnen runter. Ich würde mir den Fernkampf, also den Flammenschwert in die Hand jetzt nehmen. Ja. Und habe ich noch eine Aktion? Dann nehme ich den wahrscheinlich nicht, oder? Mir würde ich als freie Aktion, kannst du es in die Hand nehmen, jetzt noch eine Aktion schnell. Dann ist der Schlangenunterkörper, also ich wollte ja sozusagen über diesen Turm rüber, ist der Schlangenkörper erreichbar für meinen Angriff, oder? Ich würde ihn dir erschweren. Erschwernis von 6, dann würdest du es schaffen. Okay, nach oben stechen. Sekunde. Kannst auch ganz normal auf deine Schwertattacke. Ach nee, du hast keine Schwertattacke eingetragen, ne? Säbel, kann ich so noch benutzen. Ja, nee, du machst das ja auf die 14, richtig? Auf die 14, also 15 ist nicht gelaufen. Ja, Fernkampf wahrscheinlich, aber im Nahkampf wahrscheinlich auf ganz normal Säbel, oder? Mhm. Dann musstest du deinen Säbelwert plus 6 sammeln würfeln. Das würde reichen. 9 plus 6 sind 15 und ich hab eine 16 als Attacke. Okay, dann kannst du Schaden machen am Kopf. Jetzt einmal auswürfeln, Rüstungsschutz ist 4, Eldan Gorbas. Armbrust ist abgeschossen. Sind da noch weitere Leute mit Armbrüsten, die ich überzeugen könnte, mir ihre Armbrust zu geben? Ja, du kannst dir die nächste Armbrust meinetwegen gerne schnappen. Und auch wieder zielen oder sofort schießen, ist mir egal. Nö, ich ziele wieder, sonst treffe ich niemanden. Okay, dann ist nach Eldan Gorbas. Kiaras hat noch eine Aktion. Kann ich meine letzte Aktion benutzen, um Position zu machen, um die zusammenbrechende Treppe hinaufzustürmen? Kannst du machen. Dann mache ich das. Aktion, Position, Wendeltreppe hoch, wo jetzt zwei der Schützen im Maul der Seeschlange verschwinden. Jalan hat noch eine Aktion. Sie hat sich ja im Grunde von mir wegbewegt. Sie ist über dir. Du hast auch gerade arge Probleme, musstest einen Schritt zur Seite machen, damit du jetzt nicht von dem Bauch zerdrückt wirst. Mhm.
Eigentlich wollen wir sie ja betäuben. Ist egal, ich steche nochmal gezielt und hoffe, dass der Wundschmerz sie ausschaltet. Willst du noch einen D-Kunden haben oder geht das so? Das geht so. Geht durch. Sieht gut aus. Ja. 7 ohne Rüstung. 7 ohne Rüstung. Seeschlange ist dran. Seeschlange futtert weiter schützen. Und noch andere. Ich zieh vor. Ja. Ich zieh vor, die Seeschlangenkopf ist direkt vor mir. Ich will dir auf den Kopf springen. Alles klar. Gib mir mal eine Athletikprobe. Einfach während sie, ja, muss jetzt gar nicht mehr wirklich klettern, sondern einfach nur noch auf gleicher Höhe dann abspringen. Oh, und schon. Springst vorbei. Beziehungsweise bleibst irgendwie, zieht gerade wieder nach oben und du landest hier auf dem Unterdeck. Ja, ich lande wahrscheinlich nicht unbedingt unschmerzhaft. Wie viel Schaden kriege ich? 3 Meter. Kiaras hat er vorgezogen. Noch jemand? 3, 2. Ja, komm, ich möchte auch klettern. Also ich möchte mein Schwert in die, da wo ich es gerade reingestoßen habe, ein wenig verankern und mich damit hochziehen. Okay. Wassereinbruch! Doktor, das muss jetzt passieren! Würfel deine Probe. Klettern. Klettern. Kann ich auf Reiten ableiten? Du kannst auf Reiten ableiten, auch eine Plus 5. Ja, nehme ich. Das ist leider nicht geschafft. Ach, schade. Kein Chip mehr und ja, warum verbrät man auch die ganzen Chips vorher, wenn man weiß, dass es gegen eine Seeschlange geht? So, die beiden hatten vorgezogen mit der 22. Ahmad, willst du vorziehen? Ja, nein? Ja. Gut, dann zieh vor. Aufhauen hier. Wieder den Schwanz. Ja. Genau, weiter auf den Schwanz einhaken. Der erste Angriff mit einem 4er Wuchtschlag. Und der zweite einfach so. Beide getroffen. Erster sind 15 Schaden und zweiter 9 Schaden. 9 und 15, sieht gut aus. Dann ist die Seeschlange jetzt. Und die Seeschlange möchte jetzt gerne Ahmad angreifen. Nee. Schauen wir mal nach, da würfel ich jetzt tatsächlich einen Trefferzonenwürfel. Beziehungsweise erstmal den Angriff. Wenn es gegen unspezifische Gegner geht, gegen Massen, dann wird sie automatisch treffen, aber wird es gegen einen gezielten. Die 8 und sie hat die 1. Du kannst auf halbe ausweichen. Ich kann sagen. Beißt sie mich eigentlich gerade oder was macht die? Genau, sie kommt mit dem Kopf runter und würde dich gerne beißen. Du müsstest jetzt, weil du keine Aktion mehr hast, müsstest du frei ausweichen. Fällt mir irgendwie nicht so gut. Möchtest du das? 3? Ja. Okay. Gut. Klar. Dann los. Ich würde, während ich ausweiche, gerne schon mal anfangen, meine Rondra-Gebete zu intonieren. Möchtest du Mirakel? Kannst du nicht. Ich kann ausweichen, nicht Mirakel. Nee, ist nicht gelungen. Ist nicht gelungen, dann bekommst du 11 plus 12 sind 23 TP. Rüstung darfst du abziehen. Wo kriege ich die Schadenspunkte? 5. Linkes Bein. Bein. Aua. 25 Schaden hast du gesagt? 23. 23, alles klar. 23 minus, was ist das, eine 6er Rüstung? Nee, 4er Rüstung am Bein. 4er sind Rüstung. Ja nur 19 Schaden. Wundschwert? Ja, warte. Muss ich jetzt alles auswürfeln? 2 Wunden? 2 Wunden. Armes Bein. Hätte ich ja eben schon eine Wunde reinbekommen. Nee, es ist das rechte Bein. Oder? Nee. Ja, war das rechte, was du gewürfelt hattest. Dann. Wundschwert erst einmal. 19 Schaden, das heißt, über meiner Wunschschwelle 9er Erschwernis. Ja, kann ich vergessen. Wow! Oder auch nicht! Was ist oder das denn? Oder auch nicht! Okay, möchtest du die Szene beschreiben? Was möchtest du tun? Du kannst jetzt alles machen. Ich kann jetzt alles machen. Okay, ich steige in den Himmel auf und singe. Mit einer heiligen Ronda-Intonation, stolz geschwellter Brust. Was tust du? Frage, was ich jetzt machen will.
Eigentlich brauchen wir die ja lebendig, aber es wäre jetzt schon cool, wenn ich mich Seeschlangentöter nennen könnte, ich würde dir sogar gestatten, mit der nicht geklappten Ausweichenprobe, dass du in ihrem Maul verschwindest. Das klingt gut. Du kannst in ihren Maul reinsteigen, ignorierst den beißenden Schmerz. Diesmal war es wohl nicht wirklich die Zähne, die hier erwischt haben, aber so etwas wie Säure, die sich jetzt nach oben deine Beine hochfrisst, der widerliche Gestank. Den Schaden bekommst du trotzdem, aber du kannst selbstbewusst im Maul der Seeschlange stehen. Das ist, glaube ich, das, was Kiaras machen wollte, nur wenn er von... Er wollte eigentlich oben stehen. Ahmad ist mutig genug und stellt sich in das Maul. Wie es eben ein richtiger Swafnir-Geweihter auch tun würde. So, Ahmad ist durch. Abelmir. Abelmir, du kannst erkennen, der Rondor-Geweihte wurde eben gerade verschlungen, gefressen. Oh Gott. Ich stehe jetzt unter der Seeschlange, mehr oder weniger, und würde den Säbel, den Flammensäbel, senkrecht nach oben schicken... In die Unterseite von ihrem Maul wahrscheinlich, also ihr, ja, Unterseite. Das Fernkampfattacke wieder plus 4, hat man gesagt, oder? Ja, mal rein. 14 plus 4. Ne, das wird nichts. Und dann ist Eldan Gorbas dran. Hast gezielt, Armbrust. Super Schuss. Da musst du nicht mal zielen. Mach den Schaden. Und Trefferzone wieder mit 1W20 und je mehr einer 20, desto besser. 1W6 plus 6. 10 Schaden auf die 14. Ja, dann kann Jalan jetzt erkennen, der wollte gerade die Seeschlange reiten, gleitest ab, fällst wieder zurück und an der Stelle, wo du eben hochklettern wolltest, steckt jetzt ein Bolzen, der wohl aus irgendeiner Richtung kam, irgendwo vom Vorderdeck. Den kann man perfekt benutzen, um ihn als, um sich daran hochzuziehen. Vielleicht bricht er ab, aber so wie er sich da gerade in den Schuppen verkeilt hat, vielleicht ist das deine Hoffnung. Auf und an sehe ich, pack das Ding. Reit plus 4. Bolzen gibt ja eine Erleichterung. Ist geschafft. Okay, dann stehst du oben auf dem Rücken und kannst gerne auch mit der verbleibenden Aktion den Rücken hochrennen. Das möchte ich gern tun, ja. Okay, Kiaras. Du siehst, wie der Rondor-Geweihte eben gerade verschluckt wurde. Seeschlange befindet sich jetzt hier. Vielleicht kurz Moment freue ich mich. Dann renne ich los und habe einen neuen Plan. Ich hole den Rest von unseren Elixieren, um es dem Vieh in den Mund zu schmeißen. Okay. Also renne ich mit Aktion Position übers Schiff. Okay, Aktion Position wahrscheinlich dann irgendwo nach hier vorne. Das kannst du auf alle Fälle tun. Nächste Kampfrunde. Ja, die Seeschlange ist dran. Die Seeschlange ist dran und möchte gerne weitere Schützen fressen. Beziehungsweise nein, sie merkt wieder, dass das Flammenschwert... Okay. Ja. Ich halte mich an einem der Hörner oben fest, schwing mich ein wenig hinunter und möchte dann anderthalb hinter ein hier verbleibendes Auge stoßen. Eins, sie hat noch beide, das andere ist nur schwer beschädigt und raucht auch ein bisschen. Ich steche in das Gesunde. Okay. Gezielter Stich, wie sehen hier die Schwernisse aus? Gezielter Stich aufs Auge. Ja, ich sag einfach mal, jetzt mit der Bewegung, hebt ihr einfach mal eine plus 12. Dann ist da alles mit drin, dann ist da Rüstungsschutz, wobei im Auge ist halt nicht, ist der Rüstungsschutz nicht drin, aber da ist so alles irgendwie drin mit einer plus 12. Wirklich einfällig. Ich schon. Oh! Leider nicht. Kannst nur das gepanzerte Teil des Hornes noch, gleitest daran ab, kannst dich aber noch festhalten, während der Kopf rumruckt in Richtung von Abelmir. Ich gucke jetzt sozusagen der Schlange ins Gesicht oder ins Auge. Ja. Sie knurrt einmal, reißt ihr Maul auf und du kannst erkennen, wie dort der tote Ahmad hängt auf der Zunge. Bewegt er sich noch? Und dann stößt das Maul nach vorne. Maul nach vorne stößt, würde ich ganz gerne mein Schwert erheben und das von unten in das Gehirn von diesem Vieh reintreiben. Alles klar. Stößt dich von der Zunge ab, springst nach oben und versuchst den Gaumen zu erreichen. Ich erleichtere dir diesen Angriff um 3 Punkte. Das ist nett. Möchtest du Zusatzschaden ansagen? Nee, ich habe 3 Wunden. 3 Wunden? Okay. Und fällst auf der glitschigen Zunge hin, Abelmir.
Ich würde probieren, ins Maul der Schlange zu rennen. Also befindet sich auf meiner Höhe jetzt oder stößt von oben herab? Sie stößt von oben herab. Das wird schwierig. Dann würde ich mein Flammenschwert in Richtung Auge lenken. Okay, das das andere Auge, Jalan ist an dem einen und du das andere, dann würfel deinen Angriff. Ich erleichtere ihn dir um, 4 Punkte. Würfel einfach die 14, weil sie dir jetzt, wie gesagt, mit unglaublicher Geschwindigkeit entgegenkommt. Ja. Du kannst es aber nicht kontrollieren, Panik steigt in dir auf, du kannst das Ritual nicht ganz so aufrechterhalten, wie du es eigentlich willst. Ich hab's geschafft, mit 4 Punkten erleichtert, ja. 4 Punkte? Erleichtert? Was? Du hast doch die 15 15? Ja. Und habt eine Attacke von 14. Genau. Musstest du nicht noch eine Fernkampfbasis plus 4? Achso, plus 4. Plus 4. Minus 4. Minus 4 ist plus minus 0. Dann nicht. Genau. Und die Seeschlange ist wohl auch wieder leicht irritiert und frisst an deiner Stelle einen Schützen anstatt dich. Kann ich den retten? Rein theoretisch? Der kriegt jetzt 32 Schaden. Ja, ich hau den da einfach aus dem Gebiss raus. Du verstehst nicht. Er kriegt 32 Schaden, er ist tot. Das ist blöd gelaufen. Er wird einfach zerteilt. Du merkst, wie wohl noch der Oberkörper an dir vorbeifällt und im Inneren des Mauls verschwindet und das Unterteil fällt wieder zurück in Richtung von Abelmir. Eldan ist dann. Ja, gibt's dann auch eine Armbrust, die ich nehmen kann? Alles klar. Holst eine weitere Armbrust und zielst. Richtig. Kiaras. Ich nehme 4 Elixiere und renn zurück. Alles klar. Dann, nächste Aktion. Seeschlange ist dran. Seeschlange will wieder... Ich möchte auch vorziehen. Okay, wir fangen an mit der 22. Kiaras ist bei der Seeschlange. Ich schmeiße die Elixiere ins Maul. Okay, würfel mal Fernkampfbasis, beziehungsweise werfen. Wenn du mir da irgendwie was anbieten kannst, Wurfdolche oder... Wird das leichter, wenn ich oben versuche, die zu fangen? Also wenn ihr sie mir stattdessen zuwirft, lasse ich ins Maul. Oder ist das egal? Möchtest du noch was rufen? Oh, damit das sich vielleicht überlegt? Ich rufe mal nach unten. Kiaras, hier! Okay, Kiaras hier, das reicht auf alle Fälle. Kiaras, möchtest du was tun? Möchtest du ihm die zuwerfen oder ins Maul? 3, 2... Ich werfe ihm die zu. Du wirfst ihm die zu. Okay, dann trotzdem die Basisprobe. Nope. Dann zerschellt der erste Trank, das erste Fläschchen, Qualität F an dem Kopf der Seeschlange und Jalan starrt fassungslos entgegen. So, Jalan wollte auch was tun. Ich schüttel mit dem Kopf, lass das gut sein und steche lieber langweilig auf die Schlange ein. Somit mit einer Hand im anderthalb Händen ist nicht so leicht, aber man kann es ja versuchen. Okay, wieder stich ins Auge. Eldan, ich vermute mal, du wirst auch zielen. Das hilft dir erstmal nicht, oder willst du direkt abschießen? Nee, habe ich nicht letzte Runde gezielt? Du hast die letzte Runde nie... Ja, genau. Okay, dann kannst du auch gerne wieder schießen. Ja. Super. Okay, das passt gerade noch. Das passt gerade noch? Ja, dann nochmal ein W20. Wenn du hochwürfelst, dann wäre das... Okay, wieder in den Rücken, wieder in den Bauch. Da willst du es nicht haben. Da hilft es zumindest den anderen nicht. Abelmir. Du willst wieder gefressen werden? Nein, ich würde. Ich werde den Trank in der Hand. Jalan? Nee, wer hat den Eldan? Ich hatte. Drei habe ich noch. Halte den Trank frei. Reicht das? Halte Trank frei. Was auch immer du damit sagen willst, halte Trank frei. Ich wollte jetzt Motorikus auf dieses Rest von diesen Fläschchen wirken. Ja, dann kann Kiaras da die Kiste mitgenommen haben. Du musstest jetzt einen Botorikus würfeln. Mhm. Wie ist die Zauberdauer vom Botorikus? 5 Aktionen. 5 Aktionen. Willst du verkürzen? Das wird schwierig. Okay, dann verkürzt du nicht. Achmat, du bist dran. Gerade ist an deinem Inneren... Im Maul dieser Seeschlange mal kurz mein Leben überdenken und ein kleines Gebet an die göttliche Leuen senden. Mirakel? Genau. Dann los. Einmal Mirakeln und dann Angriff. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann und dann habe ich 3 plus 5 sind 8. Werden auf Attack und Parade 21. 3 Erleichterung hast du gesagt, ne? 3 Erleichterung. Oder jetzt nicht mehr? Doch, immer noch.
beziehungsweise bist ein bisschen entmutigt, weil eben gerade an dir ein Schütze noch zerteilt wurde, nur noch um 2 erleichtert. Alles klar. Wird weniger. Die Säure frisst sich dein Bein hoch. Autsch. Da, meine Damen und Herren, haben wir es. Eine tote Seeschlange. Schaden. Okay, ja, stimmt. Autsch. Das sieht gut aus. Ja, beschreib. Ja, Achmat kämpft sich immer wieder auf dieser glitschigen Zunge hoch, versucht einen festen Stand zu halten, als gerade wieder einer seiner Kameraden, ein Bogenschütze, zerteilt wird, er die Zunge zurückschnellt, auf der sich Achmat ebenfalls befindet, wird er durch dieses Zurückschnellen der Zunge nach oben befördert, wo er dann sein Schwert tief in den Gaumen der Seeschlange, tief ins Gehirn der Seeschlange treiben kann. Und die Seeschlange lässt einen qualvollen Schrei von sich und zuckt wild hin und her und ja, ich nehme mal an, verendet dann relativ schnell. Der Kopf schlägt auf und mit einem letzten Öffnen des Mauls, die Zunge rollt sich ab, wird der vollgespiene, triefende Achmat entlassen. Der mit Blut und Geifer besudelt dann ja fast wieder aus dem vom Oberdeck der Arche herunterfällt, aber dann hier am Rande liegen bleibt. Jalan kann sich einmal abrollen, noch einmal einen letzten Stich in das Auge beibringen, während das Flammenschwert von Adeptus Abelmir das andere Auge zerteilt. Und Kiaras kann einen letzten Trank vielleicht in das Innere des Auges bringen. Ich stehe da wahrscheinlich eher gerade mit erhobener Flasche und... Na toll, jetzt müssen wir noch eine finden. Ja, brauchen wir die denn lebend? Jasper, können wir die Tote auch erstmal nehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe noch nie mit solcher Art Seeschlangen operiert. Nun, dann seht, was ihr tun könnt. Achmat, könnt ihr ihm dabei vielleicht helfen? Seht zu, dass das Ding angeschlossen wird. Wir brauchen erstmal wieder Funktion. Luminorus und Hasswolf treten auf euch zu. Hasswolf ist eher gerade so ein bisschen dabei, mit seinen beiden Äxten reinzuhauen in die Flanke. So ein bisschen, ich sag einfach mal hier auf diesem Teil, schlägt er jetzt so seine Äxte nach und nach rein und bricht die Schuppen raus. Luminorus eher... Ich glaube nicht, dass sie schon tot ist. Ich glaube eher, dass das Gift, was ihr benutzt habt, gerade zu wirken beginnt. Umso besser. Ihr seid also erfolgreich. Gut, seht so, dass das Ding angeschlossen wird. Ich will hier weg. Kümmert sich einer um Achmat? Er lebt noch! Er lebt noch! Ach, verdammt. Mit vereinten Kräften könnt ihr das übrig gebliebene Körperstück der Seeschlange nach und nach ja über verschiedene mechanische Apparate in das Innere des Schiffes kriegen. Achmat kann hier an den richtigen Stellen formen, sodass dann von allen Stellen nachgeschoben, gezogen werden kann. Viele Male reißen die Taue, die ihr dabei habt, doch der Seeschlangenkörper reißt das ein oder andere Mal auf, Schuppen, die rausbrechen. Und während ihr dann mit der Anweisung von dem quäkenden Lubdil die Seeschlange nach und nach dann auch im Unterdeck habt und dann noch einmal nachschiebt, damit dieses gewaltige Konstrukt eines Lebewesens dann im restlichen Schiff verschwindet, und die Stellen der Arche dann wieder durch die Anweisung von Achmat verschlossen werden. Die Arche hat allerdings schwer gelitten. 2 Beine sind komplett ausgerissen. Es gibt einige schwere Quetschungen, die ja jetzt auch dieses Schiff teilweise zerbrechen lassen könnten, wenn man sich jetzt erhebt und sich bewegt. Und hier muss auf alle Fälle sehr, sehr lange jetzt regeneriert werden. Auch die beiden Schwestern, die im oberen Deck stehen, sind fast ohnmächtig vor nicht nur Wut, sondern auch vor Schmerzen. Ihr könnt auch sehen, wie sie dann zittern, an verschiedenen Stellen auch bluten, ohne dass es einen ersichtlichen Grund gibt. Und wenn ihr auch dann das Herz einmal begutachtet, könnt ihr sehen, wie es sehr, sehr schnell und hektisch schlägt und auch eure Gemüter dann beeinflusst durch die dämonische Präsenz dieses, ja, Daimoniten. Allerdings könnt ihr dann, wenn die Widerhaken in das Fleisch der Seeschlange eingebracht worden sind und der Pumpvorgang nach und nach wieder anfängt,
die ersten verkrusteten Adern freigepumpt, freigespült werden durch zunächst dem Blut der Seeschlange und später dann durch Unwasser, was wieder gefiltert wird. Könnt ihr auch wieder bemerken, wie die erste Säure in der Maulgrotte zusammenläuft und zu eurer vollsten Zufriedenheit das ja, Schiff, was ihr in Boran aufgelesen habt, dann ja, verarbeitet wird zu Unholz und eingearbeitet wird in das Schiff, um zunächst einmal eure schweren Verletzungen zu generieren, zu regenerieren. Und das ist natürlich auch wieder dann begleitet von einem Erwachen der Schwestern, vor allem von dem von Piranjane, die sich unter Qualen windet und weiteres schwarzes Blut, was ihr aus dem Mund tropft, während die Arche verarbeitet. Ungefähr, ja, 6 Stunden später. Ahmads Bein ist geschient. Und ihr steht oder sitzt meinetwegen alle bei einer Offiziersbesprechung immer noch auf dem Sargasso-Feld. Eure Schützen haben selbstverständlich wieder Aufstellung genommen. Auch die verschiedenen Rotzen sind bemannt, sodass man dann weitere Seeschlangenangriffe abwehren könnte. Denn eine weitere bräuchte man jetzt nicht. Sehr gut. Doschek, wie sieht's aus? Haben wir Druck? Ja, sie läuft wieder, wie gehabt. Wir müssen zwar an den ein oder anderen Stellen noch, ich würde einfach sagen, massieren, damit diese Verklebung auf der Innenseite dann, naja, nachlassen, aber einige Zeit, ich würde sagen, bleiben wir 2-3 Tage hier. Uns fehlen, wie gesagt, auch noch die Spinnenbeine, damit wir uns bewegen können. Die eine Seite ist aktuell gar nicht zu benutzen, aber das wird. Ich bin guter Hoffnung. Richtig. Ach man, haben wir genug Holz, um das zu reparieren? Ah, ich denke schon. Wir haben ja noch die Galeere. Was war das für ein Schiff? Galeasse. Nun gut, dann... Die 2 Tage hier bleiben, scheint mir keine gute Idee. Nein, wir sollten etwas südwestens zurückziehen, aber dafür brauchen wir Beine. Repariert zuerst den Rumpf und dann die Beine. Und meldet, wenn das verstanden gegangen ist. Dann können wir irgendwo aus Blick zum Fenster raus. Die sicherer können nachwachsen. Ich hoffe es doch. Ansonsten sitzen wir hier fest. Hm. Und dann können wir irgendwo sicherer Unwasser aufnehmen. Na dann, gute Arbeit. Wer keine Befehle hat, kann sich 2 Tage freinehmen. Kapitän? Haben wir? Wir sollten Wachen ausschicken. Patrouillen ausschicken auf dem Schiff. Wir befinden uns immer noch mitten in diesem Sargasso-Feld. Wer weiß, was sich hier noch rumtreibt. Richtig, ich will keine Morbus unter Deck haben. Mit einem unguten Gefühl erinnerst du dich damals an die Szenerie, als du deine erste Begegnung mit Morphus hattest, die dir direkt ihre Splitter in deine Haut trieb, unter die Haut, in dein Fleisch. Ich zupfe mir noch etwas unterbewusst an der mittlerweile wieder angelegten Rüstung. Nochmal passiert das nicht. Passiert was nicht? Nichts, verzeiht, ich war in Gedanken. Jedenfalls, ja, schaut wer... mir noch gut bei Sinn und bei Kräften ist und lasst die im Unterdeck ein wenig umherstreifen. Gut. Das ist schön. Das lief ein wenig besser als erwartet. Und überschaubare Verluste. Wir haben die Seeschlange gut unten reinbekommen und die Arche ist nicht zerbrochen. Alles wie erwartet.